Hallo alle zusammen. Heute möchte ich Sirniki machen. Sirniki, das ist typische ukrainische Gericht. Ich werde euch heute eine Erdbeerbowle zubereiten. Dazu habe ich schon vorgewaschen frische Minze und 1 Kilo Erdbeeren. Auch dazu brauche ich Limetten und dann haben wir Wasser und alkoholfreien Sekt und noch ein bisschen Zitronensaft. Das sind so die Zutaten. Jetzt fange ich mal an. Esslöffel oder 2 Zitronensaftkonzentrat. مرحبا أيها الأصدقاء اليوم سوف نحضر التلبينة والتلبينة هي عبارة عن وصفة يرجع تاريخها إلى 1000 سنة تقريبا ومكوناتها سهلة وبسيطة وتفيد في حال الحزن أو في حال الإنسان يشعر باكتئاب أو حزن شديد ومكوناتها سهلة جدا هي نحتاج إلى كأسة واحدة من الطحين الشعير وأربع كاسات من الحليب نضع كاسة الطحين هنا ونحتاج إلى 4 كاسات من الحليب 1 2 Wir machen heute Talbine. Ja. Genau, wir kochen heute Talbine. Das ist eine arabische Süßigkeit mit einer ganz langen Tradition. Die gibt es wohl schon seit 1000 Jahren und Nedal bereitet das gerade vor. Das kocht man, wenn man sich traurig fühlt oder jemanden vermisst. Und das hebt auf jeden Fall die Stimmung und macht wieder gute Laune. Ganz wichtig dabei ist, dass man ein Glas, also im Verhältnis 1:4, ein Glas Roggenvollkornmehl nimmt und dann 4 Gläser Milch und diese dann zusammen vermischt. Und da muss man ordentlich rühren, ungefähr 3 Minuten, bis sich das verbunden hat. Danach wird das Ganze dann gekocht, ungefähr 15 bis 20 Minuten. Und danach kommen die anderen Zutaten hinzu. وبعد 5 أو 10 دقائق من التحريك نضع معلقة واحدة من الفانيلا ونستمر في التحريك. Wir kochen jetzt das Mehl mit der Milch zusammen auf kleiner Temperatur, also bei niedriger Temperatur, und zwar ungefähr 20 Minuten lang unter ständigem Umrühren. Es muss wirklich die ganze Zeit umgerührt werden, damit es nicht anbrennt. Und für den Geschmack fügen wir ungefähr 1 Teelöffel Vanillezucker hinzu. Dem kochen wir, muss warten 30 bis 1 Stunde. Danach brauchen die Nüsse schneiden, kleine. Danach ein bisschen Kokos. Danach ein Schnitt. Ein bisschen nur die schmeckt, wo die schmeckt. Im Listes, man hat ein bisschen auch Honig.